grüß euch und willkommen zur neuen Folge Pokémon Ultramond. Heute schauen wir uns die Ultrapforten und die Welten, die sich darin befinden, mal genauer an. Als erstes werde ich jedoch dafür sorgen, dass unsere Reise ein klein wenig komfortabler wird. Denn hier bei diesem Guy im Game Freak Büro in Kantai City hat man die Möglichkeit, von Bewegungssteuerung auf klassische Steuerung zu wechseln. Und das empfiehlt sich dann doch, würde ich sagen. Psst, mir ist ein streng vertrauliches Dokument zum Ultra-Warp in die Hände gefallen. Schau es dir ruhig an, aber erzähl niemandem davon. Streng geheim. Mit den Bewegungssensoren und dem Schiebepatch stehen beim Ultra-Warp zwei Steuerungsmethoden zur Verfügung. Warum auch immer die Entwickler einen das nicht schon während der Storyline umändern lassen. Und es gibt auch keinen Hinweis, dass der Typ hier steht, also WTF. Wärst du so gut, mir zu verraten, welche der beiden Methoden dir eher zusagt? Ja, dann doch eher das Schieberpad, ne? Es macht Spaß, das Schieberpad kreisen zu lassen, nicht wahr? Ja, gut, so würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist, denke ich, doch besser für die Nerven, mit dem Schieberpad zu steuern. Anstatt sich auf Bewegungssteuerung zu verlassen. Erst recht in meinem Fall, wo der 3DS ja an diversen Kabeln hängt, ne? Jetzt sind die Vorbereitungen getroffen und wir sehen uns gleich wieder auf dem Mondscheibenpodium. Denn soweit ich weiß, gibt es da keine Möglichkeit, direkt hinzufliegen. Und dann geht's auch schon los. Geht doch. Na gut, dann muss ich ja gar nicht schneiden. Perfekt. Wir haben das Mondscheibenpodium erreicht. Und wenn ihr euch erinnert, in der Story sind wir hier ebenfalls schon durch und sind Ultra Necrozma nach Ultra Metropolis gefolgt. Jetzt haben wir noch ein paar mehr Möglichkeiten. Und zwar können wir verschiedene Pokémon antreffen. Ja, seltene Pokémon, legendäre Pokémon, Shinies und auch Ultrabestien. Und warum mir das Minispiel jetzt hier nochmal erklärt wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Bin ein bisschen verwirrt gerade. Wir kennen es ja. Ne, da ist jetzt nichts Neues dazugekommen. Nee, hier wird es nochmal alles erklärt. Aber hier, den Screen, den lasse ich jetzt nochmal hier drinnen. Weil das ist ganz, ganz wichtig. Das verstehen viele auch nicht. Ja, man muss die Energie sammeln. Diese orangenen Kugeln. Dadurch wird man schneller. Und man kann den, also der Anziehungskraft der Wurmlöcher sozusagen sich entziehen. Wenn man allerdings zu viele von diesen elektrischen blauen Energiekugeln einsammelt, dann verliert man eben die Power und wird irgendwann reingezogen. Jo, und je länger man es schafft, den ganzen Sachen auszuweichen, desto weiter kommt man eben. Man kann bis zu 4500 Lichtjahre reisen, auf Entfernung gesehen. Und je länger man durchhält, desto krassere Wurmlöcher tauchen eben auf. Ja? Und man kann sagen, je mehr Ringe die haben, desto heftigere Orte und Pokémon kann man erreichen. So ist das, denke ich, ganz gut runtergebrochen und für jeden verständlich. Man soll wohl auch das Pokémon, mit dem man reisen kann, irgendwie wechseln können. Ja, wir haben ja auch Solgaleo von den Forschern bekommen. Von den Ultraforschern. Aber wie jetzt dieser Wechsel ausführbar ist, weiß ich nicht. So, und das steuert sich eigentlich ganz gut, sagte er, während er das erste elektrische Kügelchen eingesammelt hat. Aber egal, es ist mir lieber so, als mit Bewegungssteuerung. Wobei ich sagen muss, ich glaube, mit Bewegungssteuerung kann man noch ein bisschen schneller die Seiten wechseln. Oh je. Nein! So viele Fehler werden bestraft, aber vielleicht gehe ich jetzt auch mal freiwillig in ein Loch rein, weil das hier schaut eigentlich ganz gut aus. Das hat zumindest einen Ring. Und hat jetzt eine blaue Farbe, wenn ich richtig gesehen habe. Schauen wir mal, genau. Weil wenn es ein blaues Loch ist, dann kommt man immer bei so einer Wasserfallgegend raus, wie hier.
Und wir haben es 1412 Lichtjahre weit geschafft. Aber ich bin da jetzt auch freiwillig da reingegangen. Ultradimension Zero heißt die. Es gibt noch andere Farben, nämlich grün, dann kommt man in so einer Gerölllandschaft raus. Rot, in irgendwie, ja, in luftigen Höhen, sagen wir mal. Und gelb ist eine Höhlenregion. So, und jetzt taucht ein Pokémon auf. Man kann nicht wirklich sagen, welches. Ein Legi wird es wahrscheinlich nicht sein, weil dazu sind wir einfach nicht weit genug gereist. Es ist ein Morlord. Ein normales Morlord leider nur. Dieses hätte jetzt aber durchaus auch shiny sein können, ja? Also die Wahrscheinlichkeit ist hier schon deutlich erhöht als normal. Aber wir hatten in dem Fall jetzt leider Pech. Wenn ihr genau wissen wollt, welche Pokémon ihr antreffen könnt und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist und so ein Scheiß, ich verlinke euch in die Videobeschreibung da die offizielle Pokewiki, offiziell ist sie nicht, die Pokewiki-Seite, wo ziemlich viele Infos dazu drinstehen. Und ich für meinen Teil werde jetzt einfach probieren, mindestens eine Ultrabestie und ein legendäres Pokémon anzutreffen. Wobei ich jetzt natürlich nicht versprechen kann, dass das funktioniert, ne? Weil man muss dazu halt schon wirklich sehr weit kommen. Man kann sich auch auf nichts verlassen. Es hängt halt schon vom Zufall ab. Man kann halt nur gucken, dass man möglichst in ein Wurmloch gelangt, das ziemlich viele Ringe um sich drum hat. Oh, das ging jetzt fast am Anfang schief. Man wird aber, wie gesagt, auch ein bisschen von den Wurmlöchern angezogen. Und je mehr von diesen orangenen Kügelchen man gesammelt hat, desto eher kann man sich dagegen wehren. Ich würde sagen, ich probiere jetzt einfach mal so weit zu kommen wie möglich. Schau auch gar nicht, dass ich irgendwo reinkomme. Ja, also wenn es passiert, wenn ich reingesaugt werde, dann ist es halt so. Aber momentan reisen wir ganz gut durch das alles. Aha, jetzt kommen schon die mit zwei Ringen. Teilweise. Gibt auch ein paar Nullnummern, wie hier. Also ihr seht, manchmal lohnt es sich dann vielleicht auch abzubrechen. Und freiwillig irgendwo reinzugehen. Hier, das ist auch nicht so verkehrt. Ich habe halt nur Probleme, diesen Typ 4 zu erkennen. Ja, weil die Aufwertung ist ja so, normales Loch. Dann ein Ring, als nächstes zwei Ringe und die letzte Stufe ist zwei Ringe mit Regenbogenfarben quasi. Ich hätte es besser gefunden, wenn sie dann auf drei Ringe gegangen wären. Das kannst du einfach besser erkennen. Hier, ich weiß jetzt nicht, was das ist. Ist das jetzt Stufe 2 oder ist das schon 4? Was ist das? Oh je. Ah, da gehen wir mal rein. Komm, das sieht krass aus. Aber ich glaube, es ist ein Typ 3 Loch. Ich weiß, ich wollte eigentlich nicht freiwillig irgendwo rein, aber wir haben es immerhin 3163 Lichtjahre weit geschafft. Und vielleicht treffen wir ja auf ein Shiny, das wäre schon geil. Also ich weiß auch von meiner Freundin, die da ein bisschen was gefarmt hat, dass es eigentlich relativ easy ist, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und weit reist. Dann trifft man sehr häufig auf Shinies. Aber dieses hier, dieses Hippoterus, ist leider keins. Schade. Ja, bislang kein Glück. Kann sich aber noch ändern. Übrigens, die Ultrabestien haben alle eine eigene Region. Ja, also das ist dann eben nicht diese, in dem Fall, Höhlenlandschaft, sondern jede Ultrabestie hat eine eigene Welt, die eigentlich auch ganz schön designt ist, soweit ich das jetzt von den Trailern her beurteilen kann. Was man noch dazu sagen sollte, ist, man kann die Ultrabestien auch unendlich häufig fangen und ihre Welten betreten. Ja, also die sind unlimited. Die Legis allerdings, die lassen sich nur einmalig fangen. Da müsst ihr also aufpassen. Soweit ich weiß, können auch die Legis als Shinies auftreten, aber das ist natürlich ultra unwahrscheinlich, ne? Generell ist es auch echt schwierig, diese Stufe 4 Ultradimensionen zu finden, weil selbst auf der maximalen Entfernung von, was war es, 4500, ne? Irgendwie so. 4500 Lichtjahre. Selbst dann ist die Wahrscheinlichkeit, auf so eine Ultraporte zu treffen, nur bei 5%. Also man muss halt schon ein Auge dafür entwickeln. Ich sag mal so, wenn ich glaube, so ein Regenbogenportal zu sehen, dann gehe ich rein. Weil da ist halt wirklich die Chance am größten, dass wir irgendwas Krasses antreffen. Ich werde den Party aber auch nicht beenden, bevor wir nicht mindestens eine Ultrabestienwelt gesehen haben und ein Legi. Da nehme ich mir jetzt schon die Zeit für.
Was war das? Was war das? Oder was ist das? Siehst du, ich kann das nicht so wirklich... Ah, scheiße. Kann es nicht unterscheiden. Da wollte ich eigentlich nicht rein. Verdammt. Aber vielleicht freue ich mich ja doch noch, ne? Wobei... Es ist nur... Nur eine normale... Komm, sei wenigstens mal ein Shiny, Alter. Ein Ohr doch, aber es sieht normal aus. Ja, also bislang wirklich kein Glück in der Sache. Aber wir probieren es weiter. Bis jetzt macht es auch echt mehr Spaß, als ich gedacht hätte. Ich muss zugeben, ich habe den Part nämlich bewusst gegens Ende des LPs verschoben. Ich hätte es ja auch direkt nach der Liga machen können, aber ich dachte mir so, boah, das wird ultra trocken und lame und nervig. Aber bis jetzt habe ich eigentlich ganz viel Fun damit. Und ich habe noch nicht mal irgendwas Besonderes gefunden, ne? Aber ihr werdet noch was sehen, garantiert. Werde ich halt höchstwahrscheinlich reinschneiden müssen, aber... Bisschen was soll man ja hier geboten bekommen auf dem Kanal, oder? Ja, traurig, wenn nicht. Im Übrigen, die Ultradimension von Schlinking ist die bei weitem am seltensten auftretendste. Der soll aber auch die am krassesten designte haben. Habe ich nichts zu gesehen, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Wobei doch, die offiziellen Artworks, die habe ich gesehen. Alter, was war das denn gerade? Diese Artworks könnt ihr auch auf der PokeWiki-Seite sehen. Die sind eigentlich ziemlich geil. Oder vielleicht blende ich sie auch ein. Naja, wobei, wann soll ich das machen? Scheiße, war das ein Regenbogenportal gerade? Ich weiß es halt nicht. Aber warte, das hat jetzt nur einen Ring gehabt. Das hat jetzt nur einen Ring gehabt. 1700... was? Du nimmst eine außergewöhnliche Präsenz in der Umgebung wahr. Oh yes! Hier ist irgendwas Cooles. Geht doch, Alter. Ist es Legi? Ja, das ist doch Palkia. Nice. Ohne Schnitt. Und das vor allem nur bei 1700 Lichtjahren. Also ihr seht, es ist halt wirklich heftig luck-based. Oh, wie der Schein runterkommt. Und die Original-Mucke. Die liebe ich ja. Die ist geil, Alter. Ballert. Palkia! Hallo! Ich tippe jetzt einfach mal drauf, dass Palkia nur in Ultramond erscheint und Dialga in Ultrasonne. Weiß es aber nicht genau. Oh ja, die Mucke, Mann. Nice. Also ein paar anderen Dude. Wir versuchen es zu fangen, aber wenn es zu lang dauert, dann lasse ich's. Weil wie ihr seht, versteht ja auch keinen Spaß. Haut direkt rein, der Typ. Vielleicht hätte ich einen Flottball schmeißen müssen, ne? Wieso vergesse ich das immer? Ich dämlicher Trottel. So, das dürfte man halt jetzt nicht besiegen. Aber das ist gut, dass man so eine Warnung bekommt, dass was Krasses aufgetaucht ist, weil dann kann man doch eigentlich vorher speichern, oder? Oder geht Speichern hier nicht? Das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Müsste ich mal machen, ne? Beim nächsten Mal. Oder nachdem der Kampf vorbei ist, schaue ich mal, ob man speichern kann. Das müsste eigentlich dann gesaved bleiben. Vielleicht kann man dann sogar resetten, um die Legis als Shiny zu bekommen. Weil ich glaube, die normalen Pokémon, die werden schon beim Betreten der Ultrapforte als Shiny generiert. Oder es wird halt festgelegt, ob sie Shiny sind oder nicht. Bei den Legis allerdings erst, wenn der Kampf losgeht. Also müsste es theoretisch möglich sein, da auch das Shiny abzupassen, sag ich mal. Nur drei Finsterbälle? Ja gut, ich weiß aber auch nicht, ob die hier funktionieren. Ich denke aber schon. Weil, ja, wir sind ja zwischen den Welten so ein bisschen. Im All fühlt. Aber ich kann es nicht genau sagen. Gut, den Meisterball habe ich natürlich auch noch. Ja, also wenn es jetzt wirklich zu lang dauert, dann fange ich einen Meisterball, weil ich will jetzt eigentlich mehr Ultrapforten erkunden und jetzt nicht die ganze Zeit hier für Palkia verschwenden. Der offensichtlich keine Anstalten macht, drin zu bleiben. Aber gut, man kann jetzt auch nicht verlangen, dass der kooperiert. Wobei, wurde seine Fangrate eigentlich erhöht? Bin mir ziemlich sicher, in Diamant und Pearl hatten die auch schon eine hohe Fangrate, ne? Ist doch so. Warte mal, Schwerball. Da war doch gerade ein Schwerball.
Ich schätze Palkia ziemlich schwer ein. Zudem hat es wenig KP und ist geparat. Das könnte funktionieren. Come on! 1, 2! Nein! Nicht dein Ernst, du Grattler! Oh, come on, why? Das war doch so perfekt für ihn. Turboball. Nee. Warte mal, Tauchball. Nee, auch nicht. Aber Netzball könnte gehen, weil der ist vom Typ Wasser unter anderem. Habe ich den etwa nicht? Was? Ich habe keinen Netzball. Ach, doch hier. Aber nur 5. Komm, Palkia. Mach nicht diesen. Willst du jetzt wirklich meinen Meisterball fressen? Also jetzt ernsthaft? Bruder, das interessiert mich nicht, was du da machst, ne? Jetzt schon. Ja, komm, ich probiere noch die 5 Netzbälle da. Oder 4 noch. Wenn es nichts wird, schmeiß ich den Meisterball. Dann habe ich nämlich auch keinen Bock mehr. Das sind ja echt schwierig zu fangen, die Viecher. Unglaublich. Er ist Wasserdrache, also eigentlich wirkt es auf ihn ganz gut. Einser, Zweier, Dreier, my boys, come on. Yeah. Geht doch. Super. Ja, das ist schon der Wahnsinn, ne? Das war jetzt eine Ultrapforte, wo ich gar nicht rein wollte. Und dann taucht einfach mal Palkia auf. Alles klar. Oh nein, ich will ihn auf den scheiß PC tun. Meine Güte. So, jetzt. Gucken wir mal, kann man speichern? Ja, bestimmt. Ja, also es geht. Ob das Legi dann auch erhalten bleibt, das kann ich jetzt nicht sagen, aber es wäre schon echt heftig asozial von den Entwicklern, wenn die dann da ein normales Pokémon hinstellen, sollte man neu laden. Ne, das geht ja gar nicht klar. Der Grund, warum ich nicht alles mache, ist übrigens der, dass es halt, wie ihr seht, heftig luck-based ist und man etliche Stunden investieren müsste, um alles zu zeigen, was es da drin gibt. Deswegen machen wir nur so ein Let's-Show-Part, sag ich mal. Das genügt dann aber auch, finde ich. So, jetzt bitte noch eine Ultra-Bestie. Im besten Falle natürlich Schlinking, aber so viel Glück werde ich wohl nicht haben. Hab allerdings auch schon von Leuten mitbekommen, die Schlinking direkt als erstes getroffen haben. Weiß ich nicht, ob das vielleicht sogar getriggert wird, dass da beim allerersten Ultra-Bestien-Pforten-Gedöns so eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht. Oder ob die einfach Luck hatten. Ah Mann, ich wollte eigentlich daneben fliegen, dann habe ich es mir doch anders überlegt. Wir sollten mal etwas weiter fliegen, finde ich, oder? Haben wir Glück? Nee. Also ein Legi ist es schon mal nicht. Ja gut, also nach dem hier fliege ich nochmal so weit ich kann, okay? Wir haben ja auch noch nicht die 4000 erreicht, das wäre mal was. Aber ein Shiny könnte noch auftauchen. Nee, das ist keins. Dafür, dass die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, habe ich bislang ziemlich viel Pech, ne? Ja, aber wir müssen halt auch weiter. Das machen wir jetzt mal. Und ich gehe ansonsten nur noch in so 2 Ringer rein. Weil das ist dann halt mindestens Typ 3. Und da ist die Wahrscheinlichkeit dann schon sehr gut, auf etwas Geiles zu treffen. Ach, habe ich eigentlich schon erwähnt gehabt, dass manche Pokémon auch nur auftauchen, wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das angesprochen habe, deswegen mache ich es einfach nochmal. Beispiel Kyurem. Das taucht nur auf, wenn ihr Reshiram und Zekrom im Team habt. Ja, also das kommt auch noch dazu. Ähnlich ist es auch bei Suicune, soweit ich weiß. Da brauchst du Raikou und Entei für. Ja, also es ist schon ein Akt, alles zu bekommen. Und ich sag mal so, die Notwendigkeit besteht halt jetzt auch nicht wirklich. Die Legis werden einem ja in den letzten Jahren regelrecht hinterhergeschmissen. Schwarz-Weiß 2.
gab es ultra viele. Aber auch in XY, viel mehr sogar noch in, ich will da immer rein, ne? In Omega Rubin, Alpha Saphir. Also man kann sich jetzt nicht beschweren. So, wir weichen aus. Wenn, dann gehen wir nur so in so einen Zweierring da rein. Freiwillig. Ah, jetzt kommen schon mehr Hindernisse. Also wir sind wohl schon bei... Oh. Das hätte geil sein können. Es hätte geil sein können. Aber ich wage mich noch weiter. Je mehr Hindernisse, desto weiter sind wir natürlich. Oh, mehr Treffer sind nicht gut. Weil jetzt werden wir schon ziemlich krass angezogen. Ich glaube, ich darf keinen weiteren Treffer mehr einstecken. Find's aber auch blöd, dass man hier keine Anzeige hat, die zeigt, wie viel Energie man gerade hat. Sind das Stufe 4? Ich weiß es halt nicht, Junge. Boah, ich bin ultra langsam gerade. Das ist nicht gut. Weil es kann natürlich auch passieren, dass ich in so ein lames Loch reinkomme, wie dieses hier. Dann beiß ich mir aber in den Arsch. Oh nein! Hä, was? Was? Ich konnte gerade nichts mehr machen, habt ihr das gesehen? Ich wurde automatisch da reingezogen. What the fuck? Hä? Wieso denn? Weil ich zu langsam war? Alter. Also setzen die voraus, dass du wirklich nicht getroffen wirst und dann auch noch ein Pokémon, das wir gerade eben gesehen haben. Wollt ihr mich verarschen? Also da bin ich jetzt ein bisschen getriggert. Das hätte ich auch nach einer Minute treffen können. Ja, da hätte ich jetzt nicht 5 Minuten durch die Ultra-Pforte reisen müssen. Was so ein Scheiß. Ja, also es sieht so aus, als würde man dann gegen Ende, wenn du zu häufig getroffen wirst, früher oder später automatisch eingesaugt werden. Ist gut zu wissen. Wenn man merkt, man wird langsamer und das kommt so ein Zweiringer, dann würde ich da freiwillig reingehen an eurer Stelle. Weil, ja, es gibt ja offensichtlich eh keine Möglichkeit mehr, dann wieder an Geschwindigkeit zu gewinnen, weil ich habe noch ein paar orangene Kügelchen eingesammelt, aber es hat im Endeffekt dann nichts mehr gebracht, ne? Das Wichtigste ist demnach, hier direkt am Anfang so viel es geht einzusammeln. Weil das definiert ja quasi schon, wie weit man kommt. Ne? Der Rest ist dann nur noch Ausweichen. Ah, fuck. Also ich versuche mal wieder relativ weit zu kommen und gehe dann vielleicht mal in so einen Zweiringer rein. Aber ich sehe es kommen, dass ich wahrscheinlich die Ultrabestie reinschneiden muss. Weil wir kein Glück haben und dazu noch schlecht sind mittlerweile. Ja, die ziehen mich schon an gerade. Okay, ich bessere mich. Nee, du bist nicht krass genug. Es sieht übrigens grafisch auch ziemlich geil aus hier. Komm, da geh mal rein. Ist das nicht sogar Typ 4? Das hat ziemlich krass bunt geleuchtet und so. Und trotzdem nur so eine normale Welt. What the fuck? Mann. Als Entschädigung will ich ein Shiny haben. Also ich habe schon damit gerechnet, eins zu... Ja, da ist es doch. Super. Gerade wollte ich es sagen. Hab schon damit... Hä? Ist doch keins. Ach, sieht die weibliche Form anders aus? Ah, das kann sein, ja. Hä, oder wird das einem nur nicht angezeigt? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die weibliche Form eine andere Farbe hat als die männliche. Aber ich habe kein typisches Shiny-Glitzern gesehen, was mich halt schon stutzig macht. Weißt du was, ich glaube, das gucke ich nebenher mal nach. Weil das steht da jetzt auch nicht hier im Bericht, ob das ein Shiny ist, ne? Aber es kann gut sein, ich erinnere mich da, glaube ich, dran. Ist das blöd. Nein, kein Name. Bericht. Ja, den Bericht von dem Typen will ich... Dann lass es halt. Ach, hier. Ups. Ich bin blind. Sorry. Nee, ist normal, ne? So eine Scheiße.
Epic Fail. Hä? Was ist das? Schwacher Trost. Ja, dann denke ich, mache ich hier jetzt einen Cut. Und wir sehen uns wieder, wenn ich eine Ultra-Bestien-Dimension gefunden habe. Aha, jetzt. Mir ist dann nämlich gerade was aufgefallen, Leute. Es gibt auch noch weiße Portale. Und diese scheinen immer zu einer Ultra-Bestie zu führen. Mir ist das jetzt schon bei den letzten drei Flügen aufgefallen. Und ich habe halt noch nie was von diesen Weißen gelesen. Und jetzt habe ich erst gecheckt. Das könnte ja exklusiv für die Ultra-Bestien sein. Und so ist es auch. Aber Jesus Christ, wo sind wir hier bitte gelandet? Das sieht ultra creepy aus. Und ich habe gerade auch gar keinen Plan, welche Ultra-Bestie mich hier erwartet. Oder, warte, ist es dieser Weihnachtsbaum? Nee. Nee, diese Gottesanbeterin, oder? Ja, die muss es doch sein. Oh mein Gott. Nee, warte mal. Hey, was ist das? Ich hab grad keine Ahnung. Who the hell are you? Irgend so ein Säulenviech. Null Ahnung. Die Welt war jetzt nicht besonders groß, aber sah schon cool aus. Komm, ich muss es paaren. Und schwächen. Aber Raichu wird gleich wieder sterben. Oh no. Und habt ihr gesehen? Ich musste gar nicht mal weit dafür reisen. Also nicht mal 1000 Lichtjahre, dann kam schon dieses weiße Portal. Hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich euch schon eher so eine Ultra-Bestien-Welt zeigen. Ach, scheiße, nein, das ist sehr effektiv. Was? Was ist denn das Ding für ein Typ? Oh Mann, Loser. Naja, gut, ich muss sie ja nicht unbedingt fangen, so ist es jetzt nicht. Hauptsache, wir haben es mal gesehen. Vor allem die Welt halt. Das ist schon grafisch nochmal ein bisschen beeindruckender als der Rest. Nette Sache. Ich suche dann mal weiter. Nach besonderen Dingen. Vielleicht an der Stelle erstmal was anderes. Ich bin hier jetzt nochmal zu Ultra Metropolis gegangen, um euch zu zeigen, dass hier wirklich überhaupt gar nichts ist und man hier einen Scheiß erkunden kann. Ja, schon traurig, Alter. Aber ich glaube, man kann hier das Pokémon, mit dem man reist, noch ändern, oder? Kann das sein? Solabas juckt mich jetzt nicht. Ja, hier. Ich würde nämlich gerne auch noch mit Solgaleo reisen, wenn das denn geht. Danke. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Was ist das jetzt hier? 4300 Lichtjahre, also wir waren fast am Ende. Und es ist wohl ein legendäres Pokémon. Arktos! Oh, der ist cool. Sheesh. Ja, ich habe zwar einen Shiny gesucht, aber... Oh, was zur Hölle? Die haben da die ganz klassische Musik reingepackt. Von Rot, Blau, Gelb. Wie episch. Komm, der verdient den Meisterball. Also Arktos ist ein geiles Pokémon. Das meine Musik flasht mich gerade übelst. Ich bin kein Kanto-Fanatiker, aber die Nostalgie ist gerade schon heftig am Brodeln bei mir. Gönn dir. Außerdem, sonst verwenden wir ihn gar nicht. Was auch irgendwie schade wäre. Ist ja mega nice, dass sie echt jedes Mal dann die Original-Mucke gepickt haben. Keine Remakes, keine Remixes. Krass. Also es lohnt sich, bis ans Ende der Dimension zu reisen. Man sieht's. Oh,
Okay. Eigentlich wollte ich hier nicht rein, aber hier bewegt sich ein weiteres legendäres Pokémon. Kobalium wird es wohl sein. Coole Sache. Da tauchen ja doch häufiger legendäre Pokémon auf, als ich dachte. Das werde ich jetzt aber nicht fangen. Also ich meine, ich werde es probieren, aber wenn er jetzt in einem Flottball nicht drin bleibt, dann gehen wir direkt zum nächsten Wurmloch über. Ich will die Folge ja auch nicht länger machen, als sie zwingend sein muss. Und, haben wir Glück? Nein. Schade. Ja gut, dann suche ich mal weiter, weil ein Shiny hätte ich eigentlich schon noch gerne. No! Ist der nicht? Doch, ne? Ja! Ich habe eins gefunden! Planer sind shiny! Mensch, irgendwie die Wurmlöcher, in die man gar nicht rein will, die sind immer die besten. Leh! Dann haben wir doch alles gesehen, was man so bekommen kann. Also zumindest alle Arten. Wow, habt ihr gehört? Das war ein Glückswurf. Wir haben ihn demnach zu 100%. Geilo Mutsch. Alles klar, dann hoffe ich, dass euch dieser Einblick in die Ultrapforten gefallen hat. Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, alles vervollständigen. Für mich ist es aber ein bisschen zu viel. Nächstes Mal gibt es dann ja, eine geheime Szene im allerletzten Part Pokémon Ultramond.